Ah, guck mal, gucke mal. Das Brett. Das Brett. Das Brett. Ah, Alter, da musst du erstmal drauf kommen. Da musst du erstmal drauf kommen, Alter. Das ist auch. Das ist auch mich. Übrigens, tolle Tür. Machst du auf, hast ein Becken vor dir. Super. Klasse. So, ich habe keine Ahnung, ob Ariel jetzt hier ist. Bis jetzt sieht es aber relativ safe aus. So, der Stuhl bringt einen Scheiß. Nee, ich glaube, Ariel ist gerade nicht hier. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und hier ist wieder ein Hebel. Kann ich den betätigen irgendwie? Tatsächlich. Ach, cool. Aha. Ach, ist ja krass. Das ist ja krass. Es wäre auch witzig, wenn das Viele hier gerade drinne wäre und wir sie dann einfach so trockenlegen könnten, quasi, ne? Warum sind die Möbel aber extra hier festgebunden, damit die nicht hochschwimmen? Es muss ja einen Grund haben, ne? Warum sollte man die Möbel hier. Wohnt sie hier vielleicht? Man weiß es ja nicht. Kann ja sein. So, Kollege, kannst du hier mal ein bisschen. Ich muss den Stuhl hier mal irgendwie ein bisschen ranbekommen. Ich will nämlich. Das Dings hier. Ich glaube nämlich, da ist ein Zäpfchen drin, ne? Ich habe stark die Vermutung. Kann ich hier. So, einmal. Ja! Nein! Nein! Geh weg! I! Das ist jetzt schwer. Das ist jetzt echt gemein. Ja, cool. Alter, lauf doch. Hier, schnapp dir den Schlüssel. Ich locke es mal ganz kurz hier hinten hin. So. Komm, Rainer. Nein, du sollst das Schloss nicht nehmen, Mann. So, hier, mach die Tür zu. Ich habe keinen Bock auf dich. Tschüssi. Du bleibst da nämlich jetzt drinne. So, ja, die. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass er hier gleich um die Ecke geschissen kommt. Gut, wir müssen jetzt sicherlich die Leiter einmal hier hoch. Boah, Alter. So. Bevor wir jetzt kurz weitermachen, ich trinke mal eben ganz kurz was, wenn das. Da ist mir direkt der Untersatz von meinem Getränk kleben geblieben. So. Gudi, ich müsste auch noch mal ganz kurz gucken, wie spät wir es haben. Entschuldigung, aber. Okay, 18:15 Uhr. Das ist vollkommen legitim. Also, was ist das hier? Ich glaube, hier sollten wir vielleicht mal den Elektriker anrufen. Ich habe die Vermutung, ist das was unter Strom gesetzt? Kann das sein? Ach, guck mal, hier können wir. So. Ich kletter mal runter. Das müssen wir natürlich schnell machen, weil das Wasser ist natürlich unter Strom. Wenn das, ich glaube, das steigt jetzt ja bestimmt wieder, oder? Ich weiß es nicht. Nee, tut's nicht. Ach nee. Aha. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, das kann auch nicht funktionieren. Warte mal. Wir müssen das Wasser jetzt sicherlich gleich wieder einmal hoch machen. Und die Kiste müssen wir so platzieren, dass wir da perfekt rüberspringen können. Wenn ich jetzt. Ich teste das mal ganz kurz. Ja, ich kletter nochmal kurz hier hoch. Und guck mal, wie weit ich springen kann von hier aus. Wenn ich jetzt so richtig mit Anlauf einmal. Doch, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Ja, nimm die Kiste. So. Du musst nämlich einmal dann hier hin. So etwa die Mitte. Keine Ahnung, ob das wirklich geht. Ich hoffe es jetzt einfach mal, dass wir so weit springen können. Und wenn ich jetzt wieder den Knopf drücke, dann steigt das Wasser wieder. Gut, wir nehmen einmal ordentlich Anlauf. Und springen darüber. Gut, das hat schon mal gut funktioniert. Und.
Oh, Alter. Gebraten, Alter. Gebraten, aber richtig. Alter. Ja, das hat weniger gut funktioniert. Ach so. Oh, ich bin auch doof. Ich bin auch doof. Warte, habe ich gar nicht gesehen. Hier, guck mal, wir haben hier noch eine Kiste. Siehste, guck mal. Na klar, dann ist das ja, dann ist das ja easy. Dann ist das ja easy peasy lemon squeezy. Dann ist das ja kein Problem. So, nochmal runterklettern. Ist ein bisschen mehr Rätsel, ne? Es ist weniger weggelaufen, es ist viel mehr gerätselt. Finde ich aber gut. Finde ich echt eine gute Idee. Und ich bin mal gespannt auf die nächsten DLCs, die anderen zwei, die dann noch kommen werden. Was sie sich da dann so ausdenken werden. So, pass mal auf, die platziere ich mir mal hier. Und die zweite mache ich ein Stückchen weiter. So, das sollte eigentlich reichen. Ich glaube, das reicht. Die erste Kiste könnten wir sowieso eigentlich weiter sogar in die Mitte packen. Aber wir haben ja gesehen, da kommen wir ja sogar rauf. So, nochmal kurz Knöpfchen drücken. So, und einmal. Ja, sie ist da doch gut funktioniert. Hier ist wieder eine Ratte. Eine tote Ratte. Eine sehr steife tote Ratte. Nee, sie wabbelt. Sie wabbelt. Sie ist am. Ja, mein Freund, die Fleischratte. Ja, die Wabbelratte. Yay. Juhu, guck mal. Oh ja, danke, Mama. Das habe ich mir schon immer zu Weihnachten gewünscht. Eine tote Ratte. Ich und meine Wabbelratte. Ich und Wabbelratte. Beste Freunde für immer. Tschüss. Wabbelratte geht schwimmen. So. Ach ja, Wabbelratte. Ein tiefes schwarzes Loch. Können wir dem tiefen schwarzen Loch trauen? Ich weiß es nicht. Sind wir hier nicht schon mal durchgelaufen? Boah, die Lichteffekte, guck mal. Ey, wie cool ist das denn? Wir könnten jetzt hier hochgehen oder wir könnten ins Loch gehen. Kann ich hier auch den Abfluss? Ne, den Abfluss, okay, kann ich nicht. Kann ich den Eimer vielleicht testeshalber? Kann ich leider nicht. Pass mal auf, ich öpfe einfach mal rein. Was? Hä? Was? War das gerade? Ich, sind wir tot? Wir sind einfach tot. Okay. Wir sind einfach gestorben. Was? Was war das denn? Einfach ins Loch rein, direkt tot. Schade, ich hätte wenigstens mit irgendwas Coolem gerechnet. Schade. Oh, Wabbelratte. Yay, Wabbelratte, komm mit. Ich nehme jetzt Wabbelratte mit. Das ist jetzt mein bester Freund, den nehme ich jetzt mit. So, also nicht ins tiefe schwarze Loch rein, das ist böse. Tiefes schwarzes Loch ist böse. Ja, das merken wir uns. So, Wabbelratte. Du gehst einmal hoch. So. Ich will Wabbelratte mitnehmen. Ach, schade. Warte mal. Ich will die da rüber kriegen. Ah, Mann, das ist blöd. Schade. Pass mal auf, Wabbelratte. Ich habe was Besseres für dich, ja? Und zwar darfst du nämlich heute mal auf Höhlentour gehen. Ich sagte auf Höhlentour. Tschüssi. Scheuert. So, pass auf, wir machen weiter. Genug mit lustig hier. Schluss damit. Was war das? Ariel? Ariel, bist du es? Ariel ist, glaube ich, ein bisschen gealtert. Ich habe nur was sehr, sehr Ekelhaftes gesehen. Es sah nicht schön aus. Und... Ich bin doch gerade gesprungen, Alter. Boah, was war das denn für ein ekelhaftes Vieh aber gewesen? Es sah aus wie so eine richtig alte Schrumpeloma. So ein bisschen. Ich habe nicht viel gesehen. Ich habe es auch nur für einen kleinen Augenblick gehabt. Gesehen. Oh, ich bin der Weihnachtsmann. Schwimm! Hm.
Das war ein Fehler, das war ein riesengroßer Fehler. Ich gehe wieder hier rauf. Ah. Oh, Alter. Ey, ich zuck hier zusammen, ey. Das Spiel gibt mir echt den Rest gerade. Ja, danke, du bist sehr, sehr freundlich. Nein! Ah, das ist auch eine Scheiße. Dass du auch nicht irgendwie ausweichen kannst. Hm. Ich kann das irgendwie nicht so ganz einschätzen, wann sie gerade da ist, wann sie nicht da ist. Ist ein bisschen schwierig, finde ich. Aber schwierig ist gut. Kann ich das Let's Play nämlich in die Länge ziehen? Ich denke einfach an Wabbelratte, dann ist alles gut. So. Wo ist sie jetzt? Da. Jetzt blubbert's da. Und jetzt kommt sie. Alles klar, jetzt rüber zum Koffer. So, pass auf, los geht's. Jetzt müssen wir wieder. Oha! Nein, was? Wieder hoch! Ich schwimme rüber, komm, ich schwimme. Ich schwimme um mein Leben. Oh Gott. So, was haben wir hier? Irgendwie wieder Fleisch. Ach du Kacke, das kann ja echt was werden. Müssen wir ganz bis zum Hocker? Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen nachdenken. Warte mal, ich lass mal kurz den Fisch hier fallen. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Also, wir haben da jetzt die Bretter. Da könnten wir theoretisch rauf. Ich glaube, die Bretter können wir so als Zwischenstation benutzen. Also, Bretter, Hocker, Bretter, Schrank. Das könnte funktionieren. So, pass auf. Ich mache da mal wieder hier den hier. Fütterung. So, jetzt warten wir kurz, bis sie sich das schnappt. Da kommt die Knochenhand schon. So, und jetzt einmal rüberschwimmen. Komm, zack, 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 zack. Mach hinne. Oh Gott. Oder komme ich da auch direkt rüber zum nächsten? Ich glaube nicht, ne? Okay, jetzt ist sie hier. Nee. Ich sehe, glaube ich, den Schatten. Kann das sein? Okay. Ja, da taucht sie gerade. Ich habe sie gerade ein bisschen gesehen. Jetzt kommt sie von da hinten, von den Brettern. Und jetzt, okay. Pass auf, wir müssen nochmal hochklettern. Wir müssen nochmal hochklettern. Wir müssen nochmal... Kletter hoch, Mann. Ey, die brauchen auch immer. So, jetzt schwimmen wir. Jetzt schwimmen wir, jetzt schwimmen wir, jetzt schwimmen wir. Schwimmen wir, schwimmen, 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 schwimmen. Oh, Alter. Leck mich schon am Arsch, du. Kletter hoch! Kletter doch hoch, du dummes Stück! Warum klettert der denn nicht? Da ist er, weißt du, direkt davor, vor so einem fetten Henkel. Wo muss ich machen? Das ist... Oh, meine Fresse. Das gibt's doch nicht. Okay, wenigstens spawnen wir jetzt hier. Das muss ich nochmal kurz abchecken, wo sie jetzt ist. Omilein! Bestimmt eine von diesen Omis, die dann Wassergymnastik immer gemacht haben und dann einfach im Schwimmbad von der restlichen Familie einfach vergessen wurde, weißt du? Die einfach dagelassen wurde. Und ihren einzigen Freund, den sie hat, ist eine Schwimmnudel. Oh fuck, Alter, das ist diese Atmosphäre, die ist einfach nur krass, ne? Die ist mir ziemlich fix unterwegs, du. Für so eine alte Omi ist das schon ziemlich, ja. Ah, cool. Ey, das ist ja geil. Ach so. Da bin ich jetzt gerade durch Zufall einfach nur. Das wusste ich nicht. Ich bin gerade einfach nur durch Zufall hängen geblieben. Nee. Omi, kannst du mal... Ich habe jetzt Schiss, dass sie mich jetzt hier runterholt. Er hat runterholen gesagt. So, warte. Wir schwingen jetzt erstmal ein bisschen und passen den Moment ab, ja? Sie ist bei den Brettern. Ja, jetzt hätten wir, glaube ich, es... Jetzt hätten wir es machen können. Jetzt ist sie unter uns. Das ist ganz schlecht. Jetzt ist sie, glaube ich, gleich wieder bei den Brettern. Kann das sein? Ach nee, jetzt beim Schrank. Komme mir gerade ein bisschen bekloppt vor, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier am Schwingen bin. So, jetzt aber. Komm, 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 komm. Hoch da, hoch da, hoch da. Zieh dich hoch.
Mhm. Jetzt machst du's. Jetzt mach das. So. Jetzt müssen wir das wieder abpassen, ne? Ich mach das gleich mit gekonnten Anlauf. Mit einem ein bisschen gekonnten Anlauf und dann ordentlich springen. Okay, wo ist Omi? Die kann uns hier zum Glück, glaube ich, nicht runterschubsen. Das ist das Gute. Jetzt ist ganz schlecht. Jetzt ist sie da hinten. Jetzt ist sie bei den Brettern. Also du brauchst hier echt ein bisschen Geduld, ne? Ich muss mal kurz gucken, Alter. Nehme ich überhaupt noch auf hier? Manchmal spackt der immer ein bisschen rum bei mir während der Aufnahme. Aber weißt du was? Ich mache jetzt einfach mal YOLO! Nee. Das war eine blöde Idee. Oder? Oder? Es könnte gut gehen. Es... Ja! Oh, Alter, guck mal, wie sportlich wir sind. Kurz warten. Situation abchecken. Problem ist natürlich immer, wenn sie uns hier mit ihrer Hand runterzieht. Das darf natürlich nicht passieren. Kletter hoch da! Oh Gott! So, komm, 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 komm. Schwimm, 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 schwimm. Komm, mach hinne. Komm, hoch da, hoch da, hoch da. Und komm, hoch, ja. Oh, oh Gott. Oh, Alter, da kriege ich echt... Alter. Kann ich da rüberspringen? Ich glaube, hier muss ich auch wieder ein bisschen gucken, dass ich dann... Ich würde es hier nicht runterfallen. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis das Boot weiter zu uns schwingt. Es bewegt sich ja so ganz leicht. Jo, so. Hier liegen zwar ein paar Leichen drin, aber das macht nichts. Okay, jetzt könnte es ein bisschen schwierig werden. Ich mach mal das Licht aus. Ich weiß nämlich nicht, ob sie das anlockt. Sie blubbert da hinten jetzt die ganze Zeit rum. Omi, lass mich in Ruhe. Mach deine Wassergymnastik weiter, bitte. Oh, ich habe ihre Hand gerade gesehen. Die kam gerade für einen kurzen Moment ein bisschen raus. Okay, jetzt ist sie hier. Ich mache jetzt einfach mal. Wahrscheinlich wieder eine sehr, sehr dumme Idee von mir. Wobei, doch, es könnte gehen. Ah, ah. Wie soll ich das denn gehen? Okay, ich bin nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen. Also ich bin schon gesprungen, ich habe schon X gedrückt, aber manchmal macht das irgendwie nicht. Ausreden. Es war schon gut gewesen, ich bin nur nicht gesprungen, das war jetzt das Problem, ne? So, warte mal, wie lange? Alter, eine Stunde. Ich wollte eigentlich nur kurz aufnehmen, ich nehme jetzt schon eine Stunde auf. Alter. Frag mich aber auch, wie lange soll das denn jetzt noch gehen hier, das DLC? So. Jetzt müssen wir natürlich wieder warten, bis das Boot hier wieder, ne? Boot, liebes Boot, schenke mir ein wenig Kot, was? So, das hat schon mal gut funktioniert. Omi ist wieder fett am Abblubbern. Wenn sie direkt unter uns blubbert, dann können wir. Warte, warte. Ich glaube, jetzt. Ja, ja, ja. Ah! Oh, 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 oh. Geschafft! Komm, hoch da! Oh, Alter! Alter Schwede! So. Kann ich hier eigentlich... Kann ich da hinten hin? Nee, ich glaube nicht, dass wir darüber hüpfen können. Das geht, glaube ich, nicht. So. Oh, Leute, Alter. Alter, ist das gut, ist das schön, ist das einfach nur gut und schön, ey, meine Fresse, wow. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich denn noch weiter aufnehme. Wir wollten heute eigentlich noch essen gehen. 18.31 Uhr, 18.32 Uhr jetzt. Ja. Das ist jetzt natürlich die Frage. Pass mal auf, noch ein bisschen mache ich, glaube ich, noch. Versuch mal ganz kurz jetzt hier. Er wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So. Gekonnt im Wasser gelandet.
Ist Omi auch hier da? Nee, Omi ist hier nicht. Okay, dann ist ja alles gut. Hier kommen wir sicherlich wieder hoch. Ja, hier können wir, glaube ich, wieder hochklettern. Ach, hier müssen wir hochklettern. Warte mal. Da war ja dieses, habe ich eben schon gesehen. Da hinten müssen wir nämlich ja so ein Hebelchen da wieder einfügen. Und hier liegt er ja. So, dann nehmen wir uns den nämlich mal. Jetzt dürfen wir den natürlich nicht ins Wasser fallen lassen. Das ist natürlich jetzt die Sache, ne? Wie machen wir das? Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und dann... Wow. Das, war ja echt... Ist der jetzt weg? Ich glaube, der Hebel ist jetzt weg. Habe ich auch wieder super hinbekommen. Toll. Der Hebel ist einfach weg. Ach, nee, warte. Wir können das ja, glaube ich, trockenlegen, ne? Ich glaube, das war so gewollt. Hier. Knopf. Hallo? Knopf. 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 Genau. Siehst du, guck mal. Und jetzt ist der... Jetzt liegt er nämlich hier. Und wenn ich den jetzt... auf die Kiste rauflege. Auf die Kiste raufwerfe, meine ich. Warte mal. Ja, siehst du, geht doch. Funktioniert doch gut, oder? So, pass mal auf. Dann gehen wir jetzt nochmal hoch, drücken wieder das Knöpfchen, das Wasser steigt. Wir steigen auf den Koffer und werfen das Teil... Ah, nee, warte. Der darf ja gar nicht... Ich dachte, der muss da hinten hin. Wir müssen ja hier auf die linke Seite damit. Stimmt ja. Warte mal. Schnapp ich mir den nochmal ganz kurz? Dann schnapp ich mir den nochmal ganz kurz. Zieh den einmal rüber. So. Zack. Nein, das lässt du da liegen. Heute wird kein Müll gesammelt, Junge. Wie heißt der eigentlich? Ich habe so einen kleinen Artikel gelesen auf so einer Gaming-News-Seite. Ich glaube, der hat irgendwie einfach nur so als Spitznamen der Ausreißer. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich einen richtigen Namen hat. Vielleicht könnt ihr mich ja mal ein bisschen aufklären. So. Jetzt kann ich den hier sicherlich einmal... das ist aber knapp. Kriege ich dann da jetzt runter, ohne dass ich ihn runterwerfe? Ja. So. Mach den mal rein da. Ich habe jetzt keine Ahnung, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich den jetzt... Achso, das Türchen geht auf. Alles klar, gut. Und wahrscheinlich auch wieder zu, wenn wir jetzt loslaufen, ne? Komm, schwimm schneller, schwimm, 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 schwimm. Ja, ganz vergessen. Das Ganze vergessen. Ich glaube, wir müssen den Koffer noch mal ein bisschen weiter in die Mitte ziehen. Was bedeutet, wir müssen noch mal das Wasser ablassen? So. Also so oft, wie wir hier das Wasser ab- und anlassen. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie hier die Wasserrechnung ist bei den Leuten. Die muss ja immens in die Höhe steigen. So, Koffer ein bisschen weiter. Ich will ihn mal ein bisschen drehen. Damit wir mehr Fläche haben zum Rennen quasi. Ist ein bisschen schwierig gerade. Ich kann ihn nämlich nur... Am besten wäre er hier. Nee, Quatsch. Der muss ja näher da sein, wo nämlich der Hebel ist. Wo hier unser Drehteil ist. Ich denke mal, so weit können wir doch sicherlich springen, oder? Bestimmt. Können wir bestimmt. Denke schon. So, kletter da mal hoch. So, wieder Knöpfchen drücken. Knöpfchen. Drück den Knopf. Drück den Koffer, Alter, jetzt drück den doch mal. Los mit dem Jungen, ey. So, jetzt aber. Das muss, Alter. Das is it. Nein! Oh, kletter hoch, du Idiot! Oh, du bist echt ein Lappen, weißt du das? Da fällt er erstmal fett ins Wasser rein. Ist immer so schwierig. Du musst vier drücken zum Laufen. Du musst, R2 halte ich auch immer nochmal gedrückt, damit er sich notfalls nochmal irgendwo hochklettern kann. Und dann musst du noch X drücken. So, warte, jetzt kriegen wir es aber hin. Ja, kannst wieder vergessen. Ich bin hängen geblieben. Bin ich in der Schule übrigens auch des Öfteren schon mal.